Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator zurück. Heute wieder einmal in der Chaosküche. Heute werden wir ein Barbecue T-Bone Steak mit Kartoffeln und einem heißen Maiskolben zubereiten. Das gibt zu tun auf jeden Fall. Okay, wir machen als erstes, glaube ich, das T-Bone Steak, wie es hier steht. Okay, dann holen wir mal eins. Schön hier so auf einem Teller. Oder Schneidebrett, ja. Das ist hier unten, oder? Ist das da hinten? Schweinekotelett? Ah, hier oben, T-Bone Steak, okay. Wir sind hier auch in der modernen Küche, in einer neuen, weil der alte ist irgendwie abgebrannt. Ja, gut. Okay, mit Salz, Schwarzpfeffer und Paprikapulver müssen wir das würzen. Das heißt, wir holen das mal. Die Frage ist nur, wo ist das, ne? Hier, es gibt Gewürze. Schwarzer Pfeffer. Vielleicht, ich muss das einzeln nehmen. Oh, können wir hier das auch gucken? Oh ja, das ist nice. Schwarzer Pfeffer haben wir, dann Salz. Ah, also, der Speisestärke, warte mal. Salz. Oh, was war das denn? Teller? Ich glaube, ne? Egal, vergessen wir es. Dann noch Paprika. Bruder, wo ist Paprika? Ah, hier. Okay, dann könnten wir auch gleich noch Barbecue-Soße mitnehmen. Den brauchen wir gleich. Hier, Barbecue-Soße. Die sollten wir besser nicht werfen. Wieso? Oh Gott. Okay, wir können ja erstmal... brauchen sowieso einen Topf. Warte mal. Bam. Bumm. Okay, wie viel? 30 Milliliter? Oh, scheiße. Oh Gott. Ja, egal, das passt. Scheiße. Egal, ein kleines Chaos, aber das kennen wir ja schon. Das ist nichts Neues. Okay, hier Pfeffer, hier Salz. Und wo ist das Paprika? Ah, das liegt hier, hä? 7 Gramm Salz. Hallo? Der bleibt jetzt da oben. 7 Gramm Salz. So, machen wir einfach weg. Alles weg. Egal. So dumm. Okay, schwarzer Pfeffer. Wie viel Gramm eigentlich? Auch 7, okay. Also, das sind 6. Und noch Paprikapulver, 10 Gramm. Perfekt. Oh, scheiße, jetzt sind es 11. Egal. Okay, dann kommt das jetzt hier in die Barbecue-Soße. Okay. Ah, wir haben hier die Herdplatten schon mal. Brauchen wir eine Pfanne, hier so eine Grillpfanne. So, jetzt kommt das hier rein. Oh nee. So. Warte kurz. Ein Problem. Wir brauchen hier noch so ein Rührding. 70 Sekunden. Stopp. Auch einen Timer. Wo ist der Timer? Hier. Ah, hier wäre extra zum Grillen. Jo, wir machen das hier, hä? Professioneller Basis. Stellen wir kurz zuerst 70 Sekunden ein. So. Zack. So, der läuft. Dann können wir das wenden auf jeder Seite, oder? 70 Sekunden? Auf jeder Seite 70 Sekunden, okay. Ich merke gerade, wir haben noch gar keinen Teller. Wo gibt es denn hier Teller? Sind die hier? Nee. Oder hier ist alles leer. Egal. Egal, wir haben ja den Wecker gestellt, von daher hören wir es ja dann. Ah, hier sind Teller. Machen das schön auf ein solches Teller. Das sieht schön aus. Wir richten das Ganze... Scheiße, ich brauche ein neues. Wir richten das Ganze einfach hier an. Ah ne, warte, wir müssen ja das Ding zuerst auflesen. Hier drüben, so. Also eigentlich ist es jetzt schon zu fest. Aber es sind auch nicht 70 Sekunden. Wie drehe ich das denn jetzt? Warte mal. Ach so. Boah, perfekt, Alter. Scheiß mal auf den Wecker. Brauchen wir nicht. Ich mache dann so, dass das schön gut ist da. Auf beiden Seiten. Kommt mir ein bisschen vor wie SpongeBob, oder? So als Koch. Okay, es ist gleich gut. Warte mal. Zack. Und jetzt können wir es nochmal kurz drehen. Ob es gut aussieht? Ja, doch, sieht gut aus. Hilfe. Was habe ich gemacht? Nein, ich kann es nicht wegnehmen. Ausschalten. Scheiße. Hä? Ihr habt Ding. Ah, so, warte mal. Elegant. Wo ist es? Aufs Teller. Ja, look, guck. Nein. Oh, scheiße. Warte mal. Oh, hä? Es ist. Nein. Hat niemand gesehen. Okay. Der Boden ist ja sauber. Ist noch schön warm. Was kommt als nächstes? Gehackte rote Kartoffeln. Was? Gehackte rote Kartoffeln mit Knoblauch. Okay. Wasser. 1 Liter Wasser. Das ist kaputt. Okay, wir brauchen einfach jetzt diesen Topf. Wo haben wir den hingemacht? Hier. Ist da noch was drin? Nee. Da machen wir jetzt 1 Liter Wasser rein. Hä? Hä? Was ist da weg? Toll. Jetzt haben wir keinen Topf. Doch, hier ist noch ein Topf. Okay. Hä? Was war das denn? 1 Liter. Geht echt schnell, Alter. Perfekt. 1 Liter. Machen wir erstmal hier hin.
Wie auch immer. Bam! Salz 20 Gramm. Wie Salz nochmal? Ah, das war ja hinten. 20 Gramm Salz. Scheiße, 21. Scheiße, Mann. Egal. Okay, jetzt rote Kartoffeln, 300 Gramm. Wir holen das wieder mit unserem Brett hier. Rote Kartoffeln? Rote Kartoffeln, alles klar. Ist doch nicht rot. Das ist irgendwie pink oder so. Lila. Okay, dann müssen wir die ziehen lassen. Scheiße, eines daneben. Warte kurz. So. Zack. Bam. So, okay, jetzt müssen wir das schon 20 Sekunden kochen lassen. Das heißt, wir nehmen hier unsere wieder... Was ist das denn? Chaoswerkzeug? Egal, wir benutzen das später. Wir machen Timer einstellen. 20 Sekunden ja nur. Dann machen wir diese Pfanne an. Und machen hier den Timer. Nice. Läuft eigentlich bei uns, ne? So, jetzt können wir Zwiebeln. 120 Gramm Zwiebeln. Bis das diese 20 Sekunden haben wir das geholt. Zwiebeln, nee, Knoblauch, Zwiebeln. Eine Zwiebel, okay. Oh nein. Weg. Scheiße. Okay, erstmal weg vom Herd, das ist das Wichtigste. Dann den... Scheiße, Timer, Alter. So. Okay, du kannst jetzt hier wieder auf deine Ursprungsplatte. Stressig, Alter. Okay, dann schneiden wir hier mal die Zwiebel. Wie müssen wir die schneiden? In Stücke, 20 Gramm, okay. Das heißt ja, durch 6. Okay, dann halbieren. Scheiße, das habe ich schon falsch gemacht. Nochmal halbieren. Ja, das passt. Dann machen wir das ein bisschen kleiner. Die auch rein, ne? Ah, nee, in dein Backblech. Oh, okay. Haben wir ein Backblech? Hier ist ein Backblech, oder? Ja, genau. Okay, dann machen wir das mal hier hin. Das müssen wir danach machen. Zwiebeln. Ah, nur die Zwiebeln da drauf, hä? Okay, und die müssen jetzt 20 Sekunden lang gebacken werden. Ist das hier ein Backofen? Ich denke, oder? Machen erstmal wieder den Timer, damit wir es mal ganz genau haben. Ich glaube, so genau waren wir noch nie beim Kochen. Okay, machen wir es an. Zack, zack. Perfekt. Ja, dann läuft das hier. Und dann brauchen wir Knoblauch und noch die roten Kartoffeln. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie viel. Oh, scheiße. Alles gut, alles gut. So. Oh. Okay, wir können ja das direkt mal rausnehmen. Und sind jetzt leicht angebraten so. Oder angebackt. 50 Gramm Knoblauch. Das heißt fünfmal. Ja, moin, jetzt muss ich hier nochmal rennen. Nehmen Sie sich mal gerade das Blech mit. 10 haben wir jetzt schon. 20, 30, 40, 50. Okay, jetzt können wir noch die roten Kartoffeln nehmen. Hier raus. Danke. Nein, 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 nein. Wir nur euch da. Komm, komm, komm. So. Okay, jetzt nochmal 40 Sekunden, oder? Oh, ja, 40 Sekunden, okay. Das heißt rein da. Klappe zu, auf tot. Wo ist der Wecker? Ach so, hier. 40 Sekunden eingestellt. Zack, zack, zack. Bin auch schnell. Da kommt es auch auf den Teller. Wir brauchen einen neuen Teller, glaube ich. Wir nehmen auch wieder so einen Teller. Ach, scheiße. Warte mal. Wir machen das aber wieder hier. Oh Gott, hier ist ja die Pfanne fast drauf gefallen. 2, 1, zack. Hallo. Danke. Okay, die roten Kartoffeln sind ein bisschen zu hot. Hm. Sonst passt das aber. Okay, dann kommt das ja auch hier rein. Treffen wir? Hätte man auch scheiße. Hätte man das Zeug sich noch ein bisschen besser verschneiden müssen? Ah, das ist egal, ein Zwiebelstück. Okay, als nächstes müssen wir wieder in einen Topf 1 Liter Wasser. Ich glaube, das können wir nicht wieder benutzen. Doch, ist ja noch Wasser, oder? Doch, ist noch Wasser. 20 Gramm Salz nehme ich auch schon drin. Okay, jetzt kommt noch ein Maiskolben rein. Alles klar, der. Fettes Ding hier rein. Okay, 100 Sekunden kochen lassen. Das heißt 1 Minute 40. So, jetzt haben wir kurz ein bisschen Zeit. Jetzt können wir Chilischotte holen und in eine und halbieren, ja. Eine Chilischotte. Wow, jetzt habe ich extra das Brett mitgenommen. Nehmen wir ein Messer und halbieren das Ding mal. Natürlich nicht längs, ist ja komisch. Dann müssen wir noch Butterschmalz hinzufügen. Da, ja, Butterschmalz. Oh, scheiße, warte mal. Ah, das ist der Mülleimer, jetzt habe ich das gecheckt. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommt zu einer Pfanne. Haben wir noch? Oh, hier haben wir eine geile Pfanne. Okay, wie viel kommt da rein? 30 Milliliter, okay. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass zu viel wird. Oh, oh, perfekt, Alter. Oh, ups, bisschen Scherben mit rein, aber egal. Okay, die Chili schon kommen auch hier rein. So. Perfekt. Dann würde dann auch noch... Ja, dann passt das. 15 Sekunden lang braten. Können wir das hier kurz ausschalten hier. Können wir direkt einen neuen Timer stellen. Wie viel? 15 Sekunden. Ja, das ist ja voll scheiße. Das kann ich ja gar nicht einstellen. Egal. Zack. Okay, das sind jetzt 20. Nee. Hallo? Och nee. Egal. Das
laut irgendwie. In dem Maiskolben träufeln in Mischung gewaltsam auf einen Teller. Also der Maiskolben ist jetzt sozusagen fertig. Und dann kommt das dann, wenn das auch scheiße. Okay, jetzt war das ein bisschen zu lange, aber egal. Oh nee. So. Okay, jetzt kommst du da rein. Aber ohne Wasser, ne? Egal, wir kippen das Wasser einfach hier hin. So, du kommst hier rein. Bam. Gib alles auf einen Teller. Hä, wie hat das alles Platz, Alter? Muss ich ja so einen Riesenteller hier nehmen. Scheiße, Mann. Die zerklinnen immer so schnell, ne? Kann ich hier alles abräumen hier? Oh, Strike, Alter. Nee. Okay, dann machen wir hier mal alles auf einen Teller. Das heißt, Steak ist immer noch warm. Das ist sehr gut. Können wir das hier mal rüber buxieren? So, dann kommt das. Ach, scheiße, jetzt ist das Teller zu weit. Warte mal. Jetzt kommt das hier. Ein bisschen an den Rand. Perfekt. So. Hier kommt da einfach auf. Besser nicht drüben wegfallen. So. Perfekt. Hey, guck mal. Alter, jetzt ist das hier schon wieder kaputt. Nein! Oh Gott! Oh nein! Jetzt ist alles weggeflogen. Scheiße, warte mal. Das ist nicht gut. Oh nee, jetzt ist alles hier verteilt. Scheiße, Mann, was habe ich gemacht? Oh, nur eine Kartoffel. Alter, das ist nicht passiert, ne? Das ist doch so ein Scherz, Mann. Also, wie ich einfach aufgestanden bin. Und dann ist das Teller einfach zerklüppt. So, jetzt ganz vorsichtig. Abstellen. Nice. Okay, jetzt kommt nur noch diese Soße drauf. Mit allem anderen irgendwie. Genau, mit dem Maiskolben. Dann passt das. Oder kommt nur der Maiskolbe drauf? Nee, kommt schon alles drauf. Hauptsache von so weit oben, ne? Oh, scheiße. Ist gekleckert, aber egal. Boah. So. Okay, die Chili muss hier noch richtig drauf. So. Wo muss das jetzt hin? Jetzt bin ich auf die Rezension gespannt, Alter. So, dann schicken wir das mal runter hier. Was? Geschmack nur 3,5? Hä? Nicht genug Barbecue-Soße, okay. Technik? Schlechte Schneidetechnik, falsche Menge an Produkt, what? Falsche Menge an Produkt? Hitzefehler, okay, Digga. Zu kalt? Ganz komisch, Alter. Was? Ich hab gerade Barhocker in eine Paprika verwandelt. Nice. Das war, glaube ich, die Gaskartusche. Okay, Leute, ich würde sagen, dieses Werkzeug hat ein eigenes Video verdient. Auf jeden Fall war es mit dieser Folge Cooking Simulator. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dieses Gericht essen würdet, schreibt in die Kommentare, schreibt, was ich noch so kochen könnte oder was ich für lustige Sachen mit diesem Dings ausprobieren kann. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss.